Ja, hallo Leute, hier die zweite App fürs iPhone von Brian Eno und Peter Chilvers. Trope legt auch gleich los von alleine. Man hat also auch wieder die Möglichkeit, hier verschiedene Stimmungen festzulegen, verschiedene Pinselformen, dies in diesem Fall auch. Und man tippt nicht, sondern man zeichnet etwas auf das Display. Finde diese App fast noch besser als Blumen. Man verliert sich noch mehr drin in diesen Klanglandschaften.
Ja, das ist Trope, auch 2,99 im App Store.